es soweit. Die Dänen schickten 6 Zollwächter zu jedem der beiden Wikingerschiffe. Die Zollwächter durchsuchten jeden Winkel. Sie klopften alle Planken ab, um zu hören, ob darunter etwas versteckt war. Sie guckten unter jeden Helm und tasteten die Kittel und die Hosen ab. Sie untersuchten, ob die Helden von Flake Eimer an einem Seil ins Wasser gelassen hätten. Die Dänen sagten, Eimer und Seil seien ein sehr gebräuchlicher Trick der Schweden. Sie versuchten es immer wieder, so oft es ihnen schon misslungen wäre. Man darf annehmen, dass die Dänen auch unter dem Kiel hindurchgetaucht wären, wenn die Recken von Flake nicht so glaubwürdig geklagt hätten. Schließlich ertrugen die Zollwächter das Jammern und Wehklagen nicht länger. Die empfindlichsten von ihnen hatten schon feuchte Augen und eine belegte Stimme. Die Dänen waren immer von sanftem Gemüt. Unter ihrer rauen Schale schlug ein weiches Herz. Jetzt fragte sogar einer der Zollwächter, ob er sich wohl schon wieder verabschieden dürfe. Auf diesem Trauerschiff hielt er es keinen Augenblick länger aus. Das sagte er zu Halvar, dem Häuptling. Und genauso sagten auch seine Kameraden. Derart traurige und vom Schicksal geschlagene Männer vor sich zu sehen, das griff die wackeren Dänen mehr an, als sie ertragen konnten. Es fehlte nicht viel, dann hätten die Recken von Flake und die Dänen zusammengeweint. Mit gebrochener Stimme bat Halvar den Oberzollwächter der Dänen, ihnen doch eines zu versprechen. Sie möchten doch bitte niemandem an Land erzählen, wie traurig die Fahrt dieser beiden Schiffe verlaufen sei. Wenn es sich herumspräche, wären die Recken von Flake bis an ihr Lebensende blamiert und ihre Stimme auf der Ratsversammlung würde nichts mehr gelten. Halvar bat den Oberzollwächter sogar zu schwören, dass er schweigen würde. Er wusste, dass der Schwur einem Dänen heilig war. Der dänische Oberzollwächter war ein gutherziger Mann. Er versuchte Halvar zu trösten. So etwas, sagte er, kann doch jedem passieren. Es genügt schon, wenn man mit den Göttern ein wenig uneins war oder sonst wie nicht verstand, sich gehörig in Acht zu nehmen. Aber da gab es Halvar einen inneren Ruck. Er fühlte sich tief gekränkt und setzte gleich seine allerböseste Miene auf. Vicky wusste, was das zu bedeuten hatte. Deshalb stach er Halvar flugs mit einem Pfriem in die Hinterbacke. Um ganz sicher zu gehen, schob er den Pfriem bis zum Griff hinein. Halvar brüllte vor Schmerz auf. Der Oberzollwächter glaubte, der Häuptling brüllte vor Verzweiflung über sein arges Missgeschick. Und er schwor Halvar sofort, Stillschweigen zu bewahren. Verlass dich auf meinen Schwur, sagte der Oberzollwächter. Mein Schwur hat noch niemanden betrogen. Dann bat er seine Leute, doch rasch an Land zu rudern, ein Stück Fleisch und eine Kanne Met zu holen. Beides ließ er Halvar zum Trost überreichen. So große Betrübnis, sagte der Oberzollwächter, habe er noch niemals bei einem erwachsenen Menschen gesehen, nie so herzzerreißende Schmerzenslaute vernommen. Halvar trank von dem Met, trank gut und reichlich. Der Met bewirkte, dass er anfing, besser über die Dänen zu denken. Wären sie weniger kleinlich mit ihrem Zoll, so sagte Halvar zu sich selbst, ich würde nur noch Gutes von den Dänen denken. Es war, als hätte der Oberzollwächter seine Gedanken gelesen, denn er begann über diese leidige Angelegenheit zu sprechen. Er sagte, dass er über jedes Schiff Bericht erstatten müsse, auch über Schiffe, die eine schlechte Fahrt hatten. Manchmal war ihm das zuwider. Auch jetzt war es ihm recht zuwider. Aber er war gezwungen, sich an die Ordnung des dänischen Königs zu halten. Sonst schickte der ihn außer Landes. Und sein Brotgeber, den musste man sich doch erhalten. Und wenn er abgesetzt würde, käme vermutlich ein viel schlimmerer Oberzollwächter. Schließlich, weil es ja leider nun einmal so sein musste, nahmen die Dänen 4 Halsketten, 2 Schalen, 8 Eimer und einen Becher. Es stimmte nach Wikis Berechnung genau. Der Oberzollwächter sah betrübt auf die armseligen Beutestücke. Er sagte, das sei gewiss der geringste Zoll, den er jemals von einem Schiff erhalten hätte. Sicher würde der König ihn fragen, woher denn so bettelarme Leute kämen. Er sagte es ohne böse Absicht, nur ein wenig gedankenlos. Aber Halvar bekam sofort wieder sein bitterböses Gesicht.
Schnell benutzte Vicky den Pfriem noch einmal. Einen anderen Pfriem zu nehmen, hielt er für unnötig, da dieser doch beim ersten Mal schon so gut gewirkt hatte. Und noch einmal schrie Halvar wie am Spieß. Wahrscheinlich klang es noch schauerlicher als beim ersten Mal, denn jetzt tat ihm die Hinterbacke schon vorher weh. Da wandte der Oberzollwächter sich ab und sagte zu sich selbst, dass ihm eine solche Heulsuse von Häuptling noch nie begegnet sei. Gewiss tat er ihm leid, aber ein klein wenig könne man sich doch beherrschen, dachte der Oberzollwächter. Zum großen Erstaunen aller Recken trat jetzt Ulme vor. Ulme hub an, das Missgeschick in einem Lied zu beklagen. Und das war so großartig und überzeugend, als hätte Ulme sein Leben lang nichts anderes getan, als Heldenlieder zu singen. In Wirklichkeit war es das erste Mal. Ulme hatte nämlich erfahren, dass sich der dänische Oberzollwächter in Heldenliedern vorzüglich auskannte. Und so lautete Ulmes großes Lied. Flogen von Flagge flugs, wagten die wogende Wag, taten die tobende Tat, zornig zündeten die Götter, zählten 20 der Eimer und der Halsketten 10, der Schalen nur 6, der Becher nur 3, zu zahlen den Zoll dem Dänsten der Dänen, mächtig beim Mahl, reisig im Rat, rührig und ruhmreich der Klügste der Klugen in Königskreis. Mit tiefer Ergriffenheit hatten alle zugehört. Der Oberzollwächter bat Ulme, dieses schöne Lied doch noch einmal zu singen. Er bat ihn auch, etwas langsamer zu singen und noch etwas mehr Gefühl in seinen Vortrag zu legen. Das tat Ulme. Ja, ein wirklich gutes Lied, lobte der Oberzollwächter den Recken. Ein wenig holprig noch und etwas zu neuartig, hier und dort noch eine Silbe zu viel oder zu wenig, aber noch niemals habe er einen Klagegesang mit so vortrefflichem Inhalt gehört. Was den Inhalt seines Liedes beträfe, da könnte Ulme es getrost mit den besten Sängern ganz Dänemarks aufnehmen. Der Oberzollwächter sagte, »Du kannst ein großer Sänger werden, lieber Freund. Achte nur noch ein wenig mehr auf das Maß deiner Silben.« Dann verabschiedeten sich die Dänen von den traurigen Recken und winkten ihnen freundlich Lebewohl. Halvars Gefährten ruderten einen halben Tag lang ohne Unterbrechung. Erst als die dänische Küste außer Sicht war, legten die Schiffe bei. Mit vereinten Kräften zogen sie das Netz mit der Beute herauf und trockneten alles gründlich. Doch Tjöris Kappe nahm sie nicht vor Sonnenuntergang ab. Sie wollten sich den Rest dieses glückhaften Tages nicht durch dieses Gesicht und diese Stimme verderben lassen. Außerdem waren sich alle darüber einig, dass Tjöre ohnehin nichts von Bedeutung zu sagen hätte. Die letzte Jagd. Endlich waren sie wieder daheim. Die Frauen und Kinder von Flake liefen ihnen entgegen und die Freude war groß. Die Schiffe wurden an Land gezogen. Die Beute wurde zum Tingplatz gebracht, dort sollte sie aufgeteilt werden. Halvar bekam als Häuptling den 10. Teil von allem. Die Gefährten erhielten das Übrige zu gleichen Teilen. Vicky stand im Kreise der Recken. Niemand murrte, als Halvar auch ihn aufrief, nach Fahle und Vollmar. Vicky erhielt seinen Anteil und Ilva weinte vor Stolz. Jetzt können alle sehen, was für einen Sohn ich habe und was für eine Mutter er hat. Das Aufteilen der Beute ging in Einigkeit vonstatten. Jeder der Recken wurde reich dabei. Die Frauen und Kinder staunten über die Schätze. Ulme dichtete ein Heldenlied auf Vickys Geistesgegenwart. Es wurde ein langer Lobgesang. Die Leute von Flake erfuhren auf diese Weise, dass Vicky die meisten und besten Einfälle ausgedacht hatte, zu Wasser wie auf dem Lande. Nach Ulme traten auch andere Recken vor. Sie sagten, alle seien Vicky großen Dank schuldig. Und dreimal stimmten sie ihr uraltes Preislied an. Hoch soll er leben und seine Kindeskindeskindeskinder sehen. Sie sangen es zu Vickys Ehre.
Auf Flakes Tingplatz war vor Vicky noch niemand so geehrt worden. Sogar seine Spielkameraden riefen: Hurra, hurra, hurra! Und eines schönen Tages saß Vicky wieder in seinem Kletterbaum. Und wieder war er auf der Flucht. Unter dem Baum stand eine krummbeinige, kurzmäulige Wölfin, die noch nicht einmal das Schnaufen gelernt hatte. Vickys Spielkameraden wollten sich totlachen. Der Respekt vor Vicky war wieder dahin. Zwar war ihm das gleichgültig, aber es war ihm zu kalt, im Winter auf einem Baum zu hocken. Davon bekam man Schnupfen und Halsweh. Und deshalb beschloss Vicky, etwas gegen die Graupelze zu unternehmen. Gerade rechtzeitig zu Halvers großem Winterfest war sein Plan fertig. Im geeigneten Augenblick stand Vicky im Saal auf und bat um Aufmerksamkeit. Fang nur an, sagten die Recken. Wir hören gerne zu. Ihr alle wisst, dass Flake die tüchtigsten Jäger des ganzen Landes hat. Übrigens befinden sich alle, die es wert wären, persönlich genannt zu werden, hier unter uns. Wer aber ist der allertüchtigste Jäger? Einer muss es doch sein. Es wäre gut, wenn wir uns darüber nicht mehr zu streiten hätten. Und deshalb schlage ich vor, dass wir einen Wettkampf veranstalten. Wer noch vor Neujahr die meisten Wölfe erlegt hat, soll als der tüchtigste Jäger gelten. Er soll auch einen Haufen Goldstücke erhalten. Wer mitmachen will, soll ein Goldstück dafür einsetzen. Die Freude über diesen Vorschlag war groß. Die Recken schlugen Beifall mit Schwertern und Schilden und ihre Augen glänzten vor Jagdfieber. Die Jahreszeit war für die Wolfsjagd gut geeignet, denn im Winter gab es in Flake wenig zu tun und ewig Feuerholz zu machen war auch langweilig. Bereitwillig brachten alle Männer ihren Einsatz. Der Haufen Goldstücke wurde kniehoch und das sah man mit Wohlgefallen. Halvar wurde dazu auserkoren, die Wolfspelze zu zählen und den Sieger zu verkünden. Es war ein großer Beweis ihres Vertrauens. So brach die Zeit der letzten Wolfsjagd in Flake an. Sie erstreckte sich bis hinunter zum dänischen Sund. Den Graupelzen erging es schlecht. Viele kamen um, der Rest schnaufte ab in die Nachbarprovinzen. Der Umkreis von Flake wurde als der erste Wolfslose berühmt. Und was meint ihr wohl, wer gesiegt hat? Kein anderer als Snorre. Snorre bekam den ganzen Haufen Gold und dazu noch eine schöne Schale von Ylva. Sie sagte, es sei die Ehrengabe der Frauen von Flake für den allertüchtigsten Wolfsjäger. Im Ansehen stand Snorre nun dicht hinter Halvar und Vicky. Kamen Fremde ins Dorf, so sagten die Flake-Leute, seht, in dem Haus da drüben wohnt Snorre. Ihr wisst ja, der die große Wolfsjagd gewann. Das ist wahrer Ruhm. Tjure war der Zweite im Wettkampf. Der Letzte war Hakan Dikre, der zu dick war, um sich durch das dichte Unterholz zu zwängen. Als die Wölfe verjagt waren, wagte sich auch Vicky auf weite Streifzüge in die Wälder hinaus. Er entdeckte dabei das Eisenerz im Berg von Flake und die Wasserkräfte im See von Flake. Er richtete einen gewinnbringenden Erzbergbau ein und sorgte für ertragreichen Krebsfang. Er staute den Fluss von Flake auf und schuf dem Dorf einen Wasserfall und eine eigene Wassermühle, die weitaus beste in 7 Provinzen. Vieles weitere wäre noch zu berichten. Alle rühmten ihn sehr. Hochmütig wurde Vicky deswegen nicht. Und das war sicher auch Ylvas Verdienst. Ylva kaufte von einer weisen Frau eine Wolfstatze. Die befestigte sie in Vickys Jacke. Und immer dann, wenn Vicky sich aufspielen wollte, kitzelte ihn die Wolfstatze. Aber nur dann. Ich wüsste viele, denen ich eine solche Tatze wünschen möchte. Ich meine eine kleine, ganz, ganz kleine. Die kleinste aller Wolfstatzen könnte vielleicht jeder von uns brauchen. Meint ihr nicht? Halvar, Ylva und Vicky lebten glücklich und zufrieden, noch viele, viele Jahre. Zu Halvar kamen die Leute mit ihren kleinen Sorgen und Kümmernissen. Hatten sie großen Kummer, dann standen sie in der Tür und scharrten verlegen mit den Füßen. Sie brummten und murmelten vor sich hin und fragten schließlich, ob Vicky wohl zu Hause sei. Dann ging Halvar hinaus auf den Hofplatz und hackte Feuerholz. Er wollte es dem Bittenden nicht schwerer machen, mit seinem Anliegen herauszukommen.
Zu seiner Ehre sollte das gesagt sein. Geduldig hörte Vicky den Leuten von Flake zu und fragte nicht erst, wie sie in das Missgeschick geraten waren. Diese Art von dummen Fragen hat noch niemals etwas getaugt. Es sind die dümmsten Fragen, die man sich denken kann. Stattdessen sagte Vicky, wir wollen sehen, was wir da tun können. Er war ein kluger und hilfsbereiter Junge. Die sogenannten mutigen Draufgänger merken ja für gewöhnlich nichts von anderer Leute Kummer. Sie laufen in der Regel an allem vorbei.